Noch vor 2 Monaten hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich in Hosterwitz gemeinsam mit Kai Koch anstehe, um für die Dresdner, aber auch für die Fans von Dresden-Elbland ein Gericht zu zaubern, das jeder zu Hause zubereiten kann, nämlich das ultimative Ostermenü. Wir freuen uns sehr, die Dresden Marketing GmbH, dass wir Partner gewinnen konnten, die mit uns gemeinsam dieses kleine Video für Sie produzieren, um Ihnen die Osterzeit zu versüßen. Vielen Dank an Kai Kochern, dass Sie mitmachen. Vielen Dank an die Dresdner Kaffeerösterei und vielen Dank an den Hofladen Hosterwitz, der für die wunderbaren Produkte, die Sie heute verarbeiten werden, gesorgt hat. Herr Kochern, wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen? Ich bin 20 Jahre Hosterwitzer. Der Robert, ich denke, es ist inzwischen schon ein freundschaftliches Verhältnis, betreibt den Hofladen seit 4 Jahren. Und für mein Catering-Service im kleinen Stil in Dresden, wie ich das mache, gehe ich hier einkaufen, privat gehe ich hier einkaufen. Und da haben sich Sympathie-Momente entwickelt, die einfach gut waren und wirklich immer mit netten kleinen Gesten. Nächste Woche will ich Traktor fahren lernen beim Robert zur Entspannung ein bisschen. Und ich habe am 12. März mein letztes Catering bei Saxonia Baustoffe gemacht. Stehe beim Carsten Lehmann oben, wo ich mein Lager habe, abends beim Abbauen mit meinem Käse und sage, das lässt du mal stehen, ich fahre jetzt zum Robert runter und stelle das hin und wir machen was. Ich habe mit dem Robert schon seit 2 Jahren immer irgendwelche Ideen aus dem Grünkohl, den wir hier haben, Dinge zu machen und dann ging das einfach so eins zum anderen. Ich habe für das Personal, was hier wirklich im Dauerstress ist, weil die Leute zum Glück jetzt schon regional kaufen, habe ich die Mitarbeiterversorgung gemacht und da hat es eins zum anderen gegeben. Und ich habe viele, lange Zeit schon darüber nachgedacht, wie mache ich meinen Service, den ich anbiete, noch ein bisschen kleiner und flexibler, dass ich den Leuten eine Kiste bringe. Und da gibt es einen legendären Film, Kai aus der Kiste, den ich über alles liebe. Und das gibt es auch bald als CD mit dazu. Und da haben meine Freunde gesagt, Kochans Elbhang Lieferservice kannst du ja anfangen mit, aber das heißt dann Kai aus der Kiste, kulinarisch. Und ich mache das jetzt seit 14 Tagen und das ist verrückt, wie das funktioniert. Als ganz normale Präsentkörbe für am Elbhang. Und inzwischen habe ich Anfragen aus Hamburg, aus Dresden, aus Chemnitz, aus Leipzig. Und ich denke mal, dass das richtig nach Ostern explodieren wird. Jetzt macht meine zauberhafte Tochter, die Emilia, macht eine Lehre in der Hotelbranche. Und das muss ich jetzt auch mal deutlich sagen, dass ich für alle Kollegen spreche. Das ist so bitter, was hier passiert. Und wir müssen aufstehen und weitermachen. Ich mache das hier im Kleinen. Das ist so eine Betroffenheit international mit Freunden in Kanada, in Amerika. Hier, wir müssen jetzt regional zusammenhalten. Und mein Motto ist immer, mit dem Freund, mit dem Tom Pauls, verhungern und verdurschen werden wir nicht gehen. So, Herr Kochern, wir sind mal gespannt, was Sie jetzt gleich aus Ihrer Kiste holen werden. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass es zu Hause an den Kochtöpfen alles mindestens genauso gut gelingt wie jetzt Ihnen. Wir sind gespannt. Ja, ich muss noch einmal kurz die lustigste Geschichte, das wollte ich noch erzählen, war bei einer Auslieferung hier oben auf der Dresdner Straße. Eine 80-jährige Hosterwitzerin, die mich kennt, weil ich hier wohne. Ich habe den Korb abgegeben, kontaktlos, ganz wichtig. Da kommt die Kiste und Geld, das hin. Und dann sagt sie, warten Sie mal, Herr Kochern. Und da kamen die mit 2 Rollen Klopapier als Trinkgeld, weil die das natürlich jetzt wie als die neue Währung gesehen hat. Ich fand das erst ein bisschen albern, aber jetzt ist es eine tolle Geschichte. Jetzt gebe ich die ersten Tipps. Ich fange mal an. Wir haben vor 14 Tagen mit der Fleischerei Korsch, was ein ganz lieber Partner ist von mir, eine Sonderbeilage gemacht, wo ich ein Lammkeulenrezept, das ist abrufbar, auch dann kreiert habe mit der Fleischerei für einen Osterbraten. Den kann ich heute nicht machen, weil das zu lange dauert. Und ich quasi, mein grundsätzliches Motto ist, Kochen fängt beim Einkaufen an. Und deshalb bin ich auch extrem dankbar, dass ich den Robert so lieb gewonnen habe. Und es ist ja nicht, dass der Robert nur Äpfel anbaut. Hier kommt der Spargel aus Belitz. Der Werner bringt die Blumen oben aus Wehlen. Der Fleischer, Freund von mir, wo ich einkaufe, der macht uns jetzt immer Knacker. Also da passieren wirklich ganz tolle Momente. Vielleicht hat der Robert kurz Nerv, auch noch mal was zu sagen, weil die Botschaft für mich ist,
regional einkaufen. Da helfen sie nicht nur Robert, sondern auch den ganzen umliegenden Bauern und Herstellern. Und die Äpfel sind der absolute Wahnsinn. Da mache ich dann auch noch ein kleines Rezept. Komm mal rein, Robert. Ich stamme eigentlich aus Helmsdorf, das ist bei Stolpen oben. Dort stamme ich aus einem elterlichen Betrieb. Und ich habe 2016 den Betrieb von Herrn Schlager übernommen. Und seitdem mache ich das hier. Wir bauen hier an Äpfel, Kirschen, Pflaumen, Erdbeeren, Blumen, sämtliches Gemüse, was so geht, sag ich mal. Was war der Hit dieses Jahr? Der Grünkohl. Grünkohl, ja. Grünkohl bauen wir an. Das kann man noch sagen. Die Eier, wo kommen die denn eigentlich her? Weil ja, das ist ja ein wichtiges Thema. Ja, Eier jetzt zu Ostern, sag ich mal, kriegen wir von einem Bekannten, der ist aus Schönbach. An der Oberlaus ist das Schönbach. Das Kumpel von mir, der hat 8000 Hühner und der, von dem bekommen wir die ganzen Eier. Und ich kam dann auch so an mit der Geschichte Caterings letzte, 13., 14., 15. März. Und ich immer, Robert, hast du genug Kartoffeln da? Robert, hast du genug Eier da? Und das ist, ich habe immer gedacht, weil ja auch so Panik und Hamsterkäufe losging, der Robert immer in aller Ruhe, es ist nie was ausgegangen oder gab es irgendwelche Engpässe jetzt? Bei uns eigentlich nicht, dadurch, dass wir eigentlich unsere Anbieter alle fast persönlich kennen, ist das eigentlich kein Problem. Also wir kriegen genug Kartoffeln, kriegen genug Eier, Nudeln bekommen wir eigentlich reichlich. Also ist eigentlich alles da von allen. Und jetzt, außer Klopapier natürlich. Ne? Und jetzt auch die Aussichten für Ostern, für die nächsten Tage, wo wir ja beide auch ein bisschen Sorgen hatten, dass wir das bewältigt kriegen, weil ein Tag weniger ist. Was hast du gemacht? Ja, wir machen einen Karfreitag auf, weil wir eigentlich das ein bisschen verteilen wollen und den Kunden die Möglichkeit geben wollen, Karfreitag einkaufen zu kommen zu uns. Ja, das haben wir gemacht. Und jetzt gibt es seit Donnerstag Spargel aus Belitz. Richtig, aus Belitz kriegen wir jeden Tag frisch. Frische Spargel aus Belitz kriegen wir jeden Tag frisch geliefert. Und er ist gute extrem lecker. Also ich, der Privatkoch, hat sich gestern ganz privat von 3 Tagen Spargeln den Fond eine Spargelcremesuppe gekocht. Hättest du ja auch mal was mitbringen können, oder? Das stimmt. Aber das hole ich nach. Ja, das stimmt. Das hole ich nach. Und das, da komme ich jetzt kurz zu dem Rezept. Ich mache das dann später. Wir nehmen, heute mache ich mal ganz verrückt, machen wir ein Fleisch auch als Gag. Woher kriegst du die auch von dem gleichen Wachteleier? Nee, die bekomme ich eigentlich von einem Kumpel aus dem Dorf bei uns. Der hat ein paar Wachteln und von dem bekommen wir die. Du hast aber viele Freunde. Ich verstehe ja. Das. Jetzt hast du einen Freund aus der Stadt mehr. Und der, die Aktion ist ja ganz spontan entstanden mit der EMG, dass wir positive Zeichen setzen wollen, Osterrezept. Und da habe ich gesagt, das habe ich denn vorgestern gerade als Personalessen zum Mittag gemacht. Ein Omelett mit wahlweise frischen Eiern, wo genug da sind, oder Wachteleier, was ein bisschen spaßig ist eher. Aber und die schlägt man auf ganz normal, blanchiert den Spargel aus Belitz kurz. Und dann kann man mit in leichten Olivenöl angebraten, dann kann man noch ein paar Kräuter von der Gärtnerei Adam, die wir da haben, oder hier auch ganz lustig, ich habe Jahre drüber gelacht, was der Veit mir da immer mitgegeben hat, Kräuter und Sterblichkeit, das geht plötzlich wie verrückt und hilft auch wirklich, weil es ein bisschen entschlackt. Also zum Thema Rezept, machen Sie einfach, kaufen Sie sich Eier hier, frischen Spargel, blanchieren das und machen Sie das wie ein Omelett. Ich mache es dann nochmal vor, wenn ich mit dem Robert mit dem Einkaufen fertig bin. Erstmal ein herzliches Hallo. Ja, wie du schon erwähnst, Kai, haben wir unsere Coffeebags WG-tauglich, was deine Tochter schon bestätigt hat. Nein, aber wir haben es auch viel für die Hotellerie. Ist ein schöner Präsentartikel. Das Schöne ist bei dem Coffeeback, dass wir natürlich eine Vielfalt von den sehr vielen Cafés, die es auf der Welt gibt, hier schön portioniert, traditionell geröstet natürlich, was wir machen, verpacken und dementsprechend die Kunden den testen können,
okay, super, schmeckt uns gut. Und dann können Sie natürlich auch in größeren Einheiten kaufen, ob es jetzt 250 Gramm oder in einer Kilo-Abpackung ist. Das war so die Idee dahinter mit diesen Coffee-Bags für diesen Filterkaffee und ist natürlich ideal. Wir finden die Idee super mit der Kiste, die jetzt hier von dir gefüllt wird, dass wir mit dabei sind. Ich muss dich mal kurz unterbrechen. Mich fasziniert das, wie, ohne dass wir es vorbereitet haben, gibt es einen kleinen Korb für 10 Euro, einen mittleren für 20 und einen großen für 30. Und der Carsten war, wir standen oben und haben gesagt, kommt das. Wunderbar. Ja, also wir unterstützen das natürlich, dass die Regionalität, die uns sehr wichtig ist und gerade jetzt in den schwierigen Zeiten, wir bekommen öfters Anrufe, ja, produziert ihr noch und ja, die Rösterei ist offen, mit einem ordentlichen Abstand können die Leute natürlich auch gerne zu uns kommen. Wir haben die Mittel, Desinfektion, alles da. Wir wollen natürlich auch da Genüge tragen, dass wir da jetzt nicht diesen engen Kontakt mit den Leuten haben, als Schutz, ganz klar, gerade für die älteren Menschen. Aber wir wollen natürlich auch nicht, dass alles zusammenbricht, deshalb, wo wir mit tätig sein können und helfen können, machen wir das. Und wie gesagt, die Idee, Kai, die ist super gewesen von dir und da sind wir halt gerne dabei. Und ich bin jetzt gespannt auf das Omelett. Und da der Carsten nicht nur ein guter Freund geworden ist, sondern auch ein ziemlich guter Koch, habe ich mir gedacht, der schält heute meinen Spargel, weil das ist ja das Entscheidende, dass der Spargel ordentlich geschält wird. Ich mache mal die Eier, du gehst meinen Spargel schälen. Geht ihr das mal bei der Emilia hinten am Stand holen? Vier reichen dir? Vier reichen jetzt erstmal. Wir machen ja nur eine kleine Portion. Und für das eigentliche Essen kommt dann mehr. Hier in der Pfanne habe ich noch eine tolle Empfehlung, ein gutes Olivenöl zu nehmen. Auch eine schöne Geschichte, ein guter Freund von mir, der jetzt, wir grüßen den alle nach Spanien, in Spanien festhängt. Sachse, der sich in Spanien Olivenplantage gekauft hat. Vom Robert, die Freundin, hat in der Zeit, wo ihr euch kennengelernt habt, studiert in Spanien, glaube ich, irgendwie. Und Apokina Olivenöl lassen wir natürlich zu als Regionalladen, weil der Landia ein Elbhändler ist. Und das geht auch ziemlich gut. Ich habe daraus in der Zeit, auch in den letzten Tagen hier, ein ganz wunderbares Grünkohlpesto gemacht, was es auch bei der Emilia hinten am Stand mitgibt. Ich muss mir jetzt mal hier die Eier holen. So, ich würde jetzt mal sagen, für zwei Personen nimmt man drei bis vier Eier. Ein kleines bisschen Salz und all die anderen Dinge kann man ganz spontan machen. Jetzt bei der Wärme aufpassen, mit der Hitze, mit der vielen Sonne, dass es wirklich auch immer gut genug gekühlt ist, damit nicht die nächste Gefahr kommt ins Haus, Salmonellen. Also Carsten, in Belitz, den Spargelschälwettbewerb von der Geschwindigkeit hättest du verloren. Aber nie an Schönheit. Nee, an Schönheit. Das sind wahrscheinlich die schönsten. Liebe gemacht. Und sag mal, Carsten, du hast, wenn du fertig bist, kriegst du erstmal ein Glas Wein. Weil das hilft ja auch beim Kochen immer extrem gut, einen ganz kleinen Schluck mal zu trinken. Wir haben hier ganz rustikale Gläser. Da werden wir dann auch Äppelwein machen. Pfanne, das Olivenöl. Wo es auch hier wirklich ganz, ganz super Qualität. Jetzt haben wir hier noch Kaminholz, brauchen wir jetzt bei den Temperaturen nie aus dem Holz von den Oliven. Und ich gehe mir jetzt mal ein, zwei schon holen. Das reicht. Der Spargel aus Belitz. Und da gab es ja auch Riesendiskussionen, dass die Erntehelfer nicht kommen können. Ich habe immer gesagt, da können mal die Politiker ein bisschen arbeiten und in die Spargelernte gehen. Da hat sich nicht einer gemeldet. Und dann haben wir aber gesagt, in der Not, wo das losging, habe ich gesagt, du pass mal auf, Robert, wenn das nicht wird, da trommel ich ein paar Kumpels zusammen. Und Tom Pauls zum Beispiel hat von da an gesagt, das wollte ich schon immer mal machen. Es hat sich inzwischen entspannt, weil der Tom ganz viele Sachen für den MDR machen muss. Und es genügend Spargelhelfer gibt. Das ist super geschält, oder? Sensationell. Das ist so geschmeidig. Und du hast jetzt einen Wein verdient. Da hast du dir einen Wein verdient.
ich muss mal bloß nebenbei ein bisschen was machen. Der Spargellieferant kommt jetzt früh an und sagt, wir haben gar nicht so viel zu tun, weil alle Kneipen zuhören. Und das sind natürlich so Vorstellungen, da weiß man das, aber das hat Dimensionen erreicht, wo ich mal sagen muss, Wahnsinn. Prost mal, Carsten. Auf die Kiste. Auf die Kiste. Und das mit dem Thema Trinken ist jetzt wirklich zu empfehlen, aber wie alles dosiert und in Maßen im Leben, das viel Entscheidendere, weswegen ich das noch kurz mache, den Spargel anrösten, ein bisschen Salz. Hast du noch, was würdest du machen, wie machst du deinen Spargel? Ja, eigentlich ähnlich wie du jetzt, gut, machst du ja, tust du nur blanchieren. Also normalerweise wird er klassisch blanchiert, ich röste den jetzt kurz an. Aber ich mache mir zum Beispiel aus der Schale, die koche ich aus. Ja, genau. Schön mit Zitrone und frischen Kräutern, dann hast du eine ganz leckere Spargelsuppe. Und das können wir jetzt wegen der Spontanität nicht machen. Dann nehme ich jetzt einfach die Flüssigkeit mit Wein, kriegt das einfach ein bisschen abgelöscht, immer ein bisschen mehr Schmackes. Und dann ist ja das nächste Wichtige, das Ei, das Gute. Und da gibt es so eine Unterschiede, ich kann die Industrieeier gar nicht mehr essen. Wie handhabst du das? Also wenn möglich natürlich vom Bauern. Genau. Das sind schon große Qualitätsunterschiede. So, und dann nehmen wir einfach hier noch ein bisschen das Kraut der Unsterblichkeit. Eine alte Oma war jetzt da und die hat gesagt, sie kocht sich da immer Tee. Und ich sage, deshalb sind sie so alt geworden und sehen noch so gut aus. Die war wirklich 90 und sah aus wie 70. Also das ist ja mit den Kräutern auch immer eine ganz gesunde Sache. Und dann wahlweise, was sie halt mit reinmachen. Ich habe auch einen guten Freund auf der anderen Ecke, der schafft es heute näher, Adams Gärtnerei. Es ist wirklich faszinierend, jede Woche, wenn ich dort bin und mir das selber abhole, zeigt er mir irgendein neues Kraut. Du hast ihn inzwischen auch kennengelernt, steht bei dir im Garten und das ist wirklich hochinteressant. Hier mache ich jetzt noch ein bisschen Strauchbasilikum mit rein. Und schon ist es fertig. Dann lässt man es stocken. So, das Omelett brutzelt jetzt. Ich muss mal ein bisschen größer machen, die Induktion. Nee, das passt schon. Guck mal, Carsten, hier beim Weintrinken kommt der Appetit. Das sind die Knacker. Mit Abstand. Mit Abstand, genau. Danke. Kontaktloses Catering. Das ist auch in dieser Notsituation entstanden, dass man das auch machen kann und das geht. Also es ist schwierig, aber ich kann es nur jedem empfehlen. Wir müssen uns menschlich alle ein bisschen ändern, wir müssen uns an die Regeln halten und dann werden wir auch diese Krise einfach mal überstehen. Und ich muss, viele Leute fanden das am Anfang so albern mit dem Mundschutz und nee, das ist Quatsch, das ist die einzige Lösung. Und die Ursachen, wo es so dramatisch entstanden sind, die sind inzwischen nachweisbar, dass es eben halt damit nie ordentlich umgegangen wurde. Sieht schon lecker aus. Und ich muss mal gucken, ich habe hier eine. Eine Silberplatte. So, und schon sind wir fertig. Ich stelle das mal hier hin. Essen tun wir es danach, weit genug auseinander. Kleine Koste haben. So, hallo, mein lieber Andreas. Mein lieber Kai, grüß dich. Gehst du hier auf die Seite? Ja. Guckt euch das mal an. Ich habe eine kurze Geschichte noch. Auch wie viele Geschichten passieren, auch ein Hosterwitzer, der René Pape, ein Weltstar, der in der ganzen Welt unterwegs ist. Alle Opernhäuser sind zu, der sitzt jetzt zu Hause. Wir hatten neulich mit dem nötigen Abstand ein Treffen mit einem Vater von Andreas und da hat der René eine halbe Stunde lang gesagt, wie großartig das ist, er sich hier Kuchen kauft, nach New York, Südamerika und hinfährt und dass er immer Botschaften mitbringt. Ich habe im Oktober eine Genussreise gemacht, das hat der Andreas auch unterstützt. Da habe ich Dresdner Christstollen bis an die portugiesische Grenze gebracht. Und die Portugiesen, das sind die Dessertkönige schlechthin. Und die haben mir WhatsAppen und Nachrichten geschrieben, wie großartig das war. Aber jetzt zu Ostern, sagst du vielleicht mal kurz was zu dir? Hallo Andreas.
Ja, hallo. Also auch von meiner Seite. Natürlich, Eierschecke geht immer das ganze Jahr. Klar, im Winter essen wir lieber Stollen, das wissen wir alle. Aber sobald die Stollenzeit vorbei ist, ist natürlich wieder Eierschecke im Programm. Auch die Wippler-Eierschecke, die ja doch durchaus in der Stadt auch bekannt ist, geht natürlich ganz besonders jetzt auch zu Ostern als wunderbares Dessert anzubieten. Und mich fasziniert das. Was ist denn das Besondere an der Eierschecke? Ich liebe sie auch. Und der Kuchen ist von euch ist grandios, aber die Eierschecke, das ist doch der Wahnsinn, oder? Ja, Kai, das sind natürlich die, ja, die Familiengeheimnisse. Ne? Genau. Über 4 Generationen immer weitergegeben. Ja. Kaum, eigentlich gar nicht verändert. Ja. Natürlich an die Bedingungen immer ein bisschen angepasst. Und das ist die Komposition aus diesen 3 Rohstoffen oder aus diesen 3 Teilen. Einmal der schöne, süße, gut gelockerte Hefeteig, die etwas herbe Quarkmasse und natürlich der Höhepunkt, die Eierschneckenmasse an sich, die natürlich ja, ganz fluffig sein muss, nicht zu fest, aber trotzdem eben genug stabil. Und diese 3 Dinge zusammen, die zergehen natürlich wunderbar auf der Zunge. Also ich habe das ganz oft als Privatkoch, wenn ich unterwegs bin, sage ich oft, wissen Sie was, einen Kuchen machen Sie lieber selber, das macht die Tante Anna so oder so. Und dann bespricht man das Menü und macht das fertig. Und dann sage ich auch, ich würde einen Kuchen von der Bäckerei Wippler mitbringen. Na, dann bringst du ihn doch mit. Da trauen sich dann die Hausfrau doch nicht, irgendwie das zu machen. Das ist wirklich total goldig und gut. Sag mal, Ostern ist Eierschecke zum einen. Osterbrot, was ist denn das für ein Thema eigentlich? Das ist ganz nahe, das ist der Vorbote vom Stollen, oder? Ich sage immer, das ist der kleine Bruder vom Stollen. Genau. Na, warum ist es der kleine Bruder? Natürlich, weil ähnliche Zusammensetzung, ähnliche Zutaten. Natürlich nicht ganz so wertvoll und in der Menge vorhanden wie in unserem im Dresdner Stollen. Aber es ist ja auch jetzt im Frühjahr natürlich eine Zeit, wo man auch ein bisschen gerne bewusster ist. Und von dem her, aber auch ein Hefeteig. Natürlich und mit den Zutaten eines Stollens, Mandeln, natürlich Orangensaft, Zitronat, Rosinen, also die typischen Stollenrohstoffe, schön mit Butter natürlich hergestellt, ist das jetzt gerade zu Ostern natürlich auch ein wunderbares Gebäck, was man eben über mehrere Tage auch essen kann. Und weil wir ja gemeinsam nach vorne gucken wollen, da habe ich dann gedacht, Osterbrot, das ist doch fast wieder Stollen und ihr werdet wahrscheinlich mit dem Osterbrot backen fertig sein und mit den Stollen anfangen. Und dann nehme ich euch in meine Kiste mit rein, weil die wollen wir ja ein bisschen ausbauen. Da kommt ein Apple rein. Da hat der Robert genug da, sagt er immer. Und Eierschecke, Osterbrot, Backwirtschaft in Pillnitz. Ich glaube, das wissen ganz viele. Die ist jetzt schon 10 Jahre da. Und manchmal, wenn ich dort irgendwie hingehe, ist dort so viel Betrieb, dass ich auch als guter Freund nicht rankomme. Das ist so eine schöne Geschichte. Hier in Osterwitz oben angefangen und jetzt müsst ihr das Café zumachen. Und das denkt man auch nie, dass da so eine Sache, ach der Wippler, dem geht's da so. Ich sage, nee, die haben auch zu kratzen. Das die Problematik, wir wollen heute nach vorne gucken, aber man muss mal, dieser deutliche Einschlag, der ist groß, deshalb auch gerne selber backen, aber auch immer ein bisschen ausgleichend einkaufen gehen. So, jetzt kommen wir zu der Apfel-Grünkohlpfanne. Das ist mir einfach eingefallen, weil Robert hier im Hofladen natürlich ganz viel Grünkohl hat, ganz tollen, und Äpfel. Und dann nehmen Sie einfach die wunderbaren Äpfel, Grünkohl. Und der Grünkohl muss nicht, wie allen nur bekannt, immer lange durchgekocht werden. Den kann man auch ein bisschen frisch kurz anbraten. Das auch wieder mit Weißwein ablöschen. Salz, Pfeffer. Bisschen was von dem Grünkohlpesto. Und dann haben Sie ganz unkompliziert eine Vorspeise. Können Sie ein bisschen ein gutes Brot, ein Winzerbrot vom Bäckerei Wippler mit dazu machen. Und als kleinen Gag mache ich immer ganz wunderbaren Honig. Von Freunden aus Ebenheit. Das ist was ganz, ganz Tolles. Aber da, hier im Hofladen gibt es auch ganz gute Honigsorten. Und hier ist direkt nebenan auch ein Imker. So, und dann haben Sie das als so kleine Pfanne, können sich Lauch dazu machen, Möhren dazu machen, Tomaten. Da lässt die Fantasie keine Grenzen. Schöne regionale Produkte. Und geht's los.
Ich will dir jetzt noch mal ganz kurz die Lammkeule, den Hauptgang, den wir heute vor Ort nie machen können, weil es zu lange dauert, erläutern. Fleischerei Kursch habe ich vor 14 Tagen eine wunderbare Beilage gemacht. Lammkeule oder auch Haxe wahlweise. Die Lammkeule ist größer, da können 6 bis 8 Personen essen. Die Lammhaxe, das ist auch für 2 Leute tauglich. Es ist auch von der Schäferei, auch ein regionaler Einkauf. Und die kaufen sie sich. Sie müssen aufpassen mit der Keule, dass die Sehnen sich ordentlich abarbeiten. Und dann wird das in gutem Olivenöl ordentlich scharf angebraten. Mit Zwiebeln, Wurzelwerk dazu, mit Rotwein in dem Fall abgelöscht. Immer wieder ein bisschen einköcheln lassen. Rosmarin hat man schon, ist mit drin, gibt es aber auch ganz wunderbaren vom auch regional von der Gärtnerei Adam. Und dann immer wieder mit Rotwein abgießen und so köcheln, bis so ein bisschen ein Sud entstanden ist. Dann haben sie vielleicht einen Fond, den gibt es auch beim Kursch mit, wo sie ein bisschen mit aufgießen können. Und dann geht das in die Röhre und lassen sie, je nachdem, wenn sie eine Haxe haben, das geht natürlich kürzer wie eine Keule, in Ofen 2 bis 3 Stunden die größere und die Haxe ist in einer Stunde. Genauere Informationen gibt es dazu noch. Das war hier eine tolle Beilage, haben vielleicht auch einige gelesen in der DNN und in der SZ. Und die Beilagen sind dann auch vielschichtig, Bohnen oder Kartoffeln. Das, denke ich mal, sollte jeder für sich selber entscheiden. Und fertig ist der Braten. Und wann denn jeder isst, das muss er sich entscheiden. Heute ist Dienstag, Donnerstag, da müssen Sie Donnerstag spätestens einkaufen. Die Lammkeule oder die Haxe können Sie auch wahlweise ein bisschen vorher marinieren, auch in Rotwein, Knoblauch, Rosmarin. Und dann eben halt vorm Essen 3-4 Stunden schieben. So, die Vorspeise ist fertig, mit der wir jetzt anfangen, dass ich nochmal das Menü zusammenfasse, was ich empfehle. Das Wichtigste, einkaufen regional im Hofladen. Und dann haben wir hier aus den regionalen Äpfeln oder den Äpfeln vom Robert, was sein Hauptwerk ist, und Grünkohl, eine leichte Vorspeise mit Winzerbrot von der Bäckerei Wippler. Danach haben wir ein wunderbares Omelett mit Spargel als zweiten Gang oder den Spargel nur mit einer Hollandaise gegessen. Dann die Lammkeule mit Kartoffeln und grünen Bohnen. Dann haben wir wunderbar, das haben wir heute nochmal gemacht, das Osterbrot der Bäckerei Wippler, was Sie aber auch selbstverständlich wahrscheinlich selber backen können. Beziehungsweise die legendäre Eierschecke als vierten Gang. Und dann gibt es eine ganz wunderbare Käserei in Halsbrücke. Den Käse gibt es jetzt die nächsten Tage auch hier vor Ort an dem Stand. Und dann gibt es hier noch eine ganz tolle Weinempfehlung, das hat der Robert mir gebracht. Ein Traminer aus dem Pillnitzer Weinberg hier gleich um die Ecke. Und ich denke, dann ist das Menü gelungen und gut und große Zufriedenheit. Vergessen habe ich nur den Kaffee zum Abschluss. Den können Sie dann vielleicht zur Eierschecke und zu dem Osterkuchen noch essen. Viel Spaß beim Essen, Ihr Kai Kochan.